Deswegen müssen wir da dann mal gucken, inwieweit wir da dann, ja, dann weiter, das dann weitermachen. Also wie wir so schon gesagt, da steht jetzt noch an, dass wir hier das Ding hier fertig bauen. Dann wollte ich hier vorne ja noch eine Aussichtsterrasse bauen, damit wir dann später da in die Richtung gucken können und dann mal schauen können, was sich hinter den neuen, hinter den Alpha-Gebieten so verbirgt, sag ich mal. Ne? Das werden wir dann noch tun und dann wollte ich noch hier vorne das Plateau fertig, also beziehungsweise hier vorne gucken mit dem Plateau und dem Weg nach unten. Und dann auch noch schauen mit dem Nether. Nether wollte ich auch noch gucken. Nether wollten wir auch noch machen. Da müssen wir natürlich erstmal nochmal Diamanten finden zum Obsidian abbauen, damit wir hier, da werde ich das Nether-Portal reinbauen. Also wir werden diese Ebene hier so Nether-mäßig machen. Ich werde dann auch später halt die Nether-Bricks und sowas benutzen, damit wir hier so einen schönen Eingang bauen können. Dass das quasi wie so ein Portal und dass das wie so eine Infektion sich dann hier so in den Stein ausbreitet. Ich glaube, das könnte ganz geil sein. Das fand ich ganz cool. Genau, das werden wir quasi machen. Den Gang runter wollte ich eigentlich noch machen, aber da würde ich fast nochmal schauen, weil das ist schon wieder ein großes Unterfangen. Da müssen wir auch nochmal ein bisschen Steine sammeln und alles. Das würde ich vielleicht ein bisschen verlagern, dass wir das quasi über mehrere Versionen verteilt machen. Das ist aber, glaube ich, mal auch gar nicht mal so schlimm, denke ich mal. So, dann wollte ich ganz kurz hier nochmal Sachen hier platzieren. Nämlich die beiden schon mal. Und dann schauen wir mal. Hier haben wir dann wirklich viel Platz, dass wir hier dann ordentliche Farm hinknallen können. Also... Hier ist viel Platz. So, ah ne, ich baue ich mal einen daneben. Ach, das ist ja scheißegal. Lass mal die eine Truhe hin. So, dann haben wir jetzt gleich ein bisschen Glas. Zack. Und dann haben wir gleich oben auch noch eine Dächlein drauf. Da haben wir noch genug Holz, ne? Ja, ich hole noch ein bisschen Erde jetzt. Kies können wir auch noch ein bisschen was holen. Und ja, ein bisschen Holz haben wir auch nochmal feuchtsam. Genau, das war jetzt quasi der Plan und das, so verfahren wir jetzt quasi hier auch noch damit. Ob wir das jetzt wirklich in dieser Aufnahme jetzt hier schaffen, weiß ich nicht. Also wie schon gesagt, es ist ja, ich will ja nicht zu lange machen. Ich mag übrigens diese Brücke. Diese Brücke macht es einfach besser gerade. Die macht es einfach besser. So, ne, das brauchen wir logischerweise nicht. So, wir nehmen nochmal ein bisschen Gravel mit, weil wir brauchen auch für die Wege dann auf der Farm noch was. Glas haben wir, glaube ich, gar nichts mehr, ne? Gar nichts mehr. Guck mal, was kommt da denn? Das passt auch ganz genau, dann können wir das schön aufteilen. Dann nehme ich nochmal Koppel mit. Ne, ich glaube, ich nehme nicht nochmal Koppel mit. Das passt so erstmal. Wir nehmen aber auf jeden Fall nochmal ein kleines bisschen Holz mit. Und wir nehmen Erde mit. Ein Stack sollte da tatsächlich ausreichen. Dann brauchen wir nochmal Trüchen. Die können wir uns aber theoretisch auch da bauen. Und Zäune brauchen wir auch noch. Die können wir aber auch, und zwar eine Menge Zäune. Eine sehr große Menge Zäune. Das können wir dann aber alles da machen. Das passt so erstmal dann. Fackeln haben wir auch noch. Sehr schön. So, das ist ein altes Lied, was wir auch schon kennen. Es ist einfach alles besser geworden. Also es ist einfach nur diese kleine Pause, um mich da so ein bisschen mit zu beschäftigen. Es ist einfach alles besser geworden. Aber, was ich auch noch ganz kurz einmal gucken wollte. Ich habe mir nämlich noch einmal hier weiter was geguckt. Nee, das können wir fürs nächste Mal nehmen. Das nehmen wir fürs nächste Mal. Ich habe mir auch mal so ein bisschen überlegt. Es hat sich so ein bisschen was angesammelt quasi mit jetzt. Ich bin so dumm. Ich bin so doof, ne? Ich wollte Glas machen. Ich renne nochmal kurz zurück, damit das jetzt währenddessen wir da bauen, dann... hier. Ich weiß, wir können auch hier einen Ofen bauen, aber ich habe keine Kohle hier, also ich müsste so oder so zurücklaufen. Ich habe mir ein paar Themen halt so überlegt, was wir uns auch in den letzten Tagen halt so angefallen ist. Nicht nur jetzt, was Minecraft angeht, sondern auch, was jetzt andere Sachen angeht. Es wurden Trailer zu bestimmten Spielen gedroppt. Und da wollte ich dann auch nochmal ein bisschen drüber quatschen, weil das hat mich schon echt geflasht. Und da gucken wir dann mal bei der nächsten Aufnahme, dann das schieben wir dann da rein. So, ich will noch ganz kurz die Wolle, die ich hier noch mit dabei habe, die will ich noch kurz einmal auspacken. Und hier tierische Produkte auch. So, ach ja, genau, was mir gerade eingefallen ist, weil wir gerade über tierische Produkte reden. Die Farm unten, wir werden sie grundlegend fertig machen. Problem ist, dass wir momentan noch keine Tiere züchten können. Da wollte ich ja nochmal gucken, aber das Breeding, das kam erst in der 1.9 Beta, meine ich. Also sehr spät. Es gibt zwischenzeitlich Mods, die das ermöglichen. Da bin ich dran.
dass wir eventuell mit Mods das dann machen können. Aber da habe ich noch nichts Festes. Also da kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, ob das jetzt dann am Ende wirklich funktioniert. Oder ob wir da doch erstmal noch anderweitig das machen müssen. Ja, warte mal hier, zack, 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 zack. Zack, so, drei Truhen noch. Wir machen hier nämlich zwei Doppelchests hin. So, und dann machen wir nochmal zwei Türchen hier. Dann Bump. Eins. Ach, scheiße, ich bin so doof. Ja, wir haben hier nicht den Tinker's Construct Crafting Table, wo alles schön drinnen bleibt. Zack. Genau, also deswegen da die Farm werden wir grundlegend fertig machen, aber wir können sie halt momentan noch überhaupt nicht benutzen und deswegen müssen wir da anderweitig dann erstmal gucken. So, bauen wir hier nochmal einen Ofen hin. Glas kommt dann gleich und jetzt bauen wir uns dann hier mal hoch und ich will hier vorne mal ganz kurz gucken mit dem Gras. Wir lassen das mal so, ich glaube, das können wir so in etwa lassen. Ne, wir ziehen hier nochmal einen durch. Zieh nochmal durch, Junge! So, wir lassen das mal so. Hier haben wir sehr viel Platz theoretisch, wo wir auch noch hier weiterhin mit Erde und sowas hier das voll kleistern können. Hier kommt dann auch noch ein Abgang und alles hin, also das wird auch noch alles kommen. Das schauen wir dann hier. Darum habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber das ist dann auch so ein Ding, was du halt spontan dann auch machen kannst. So, das gefällt mir doch sehr gut hier. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal ganz kurz um das Dächlein, dass wir jetzt hier ein Dach, beziehungsweise anfangen, ein Dach drauf zu bringen. Das Schöne ist halt hier, beziehungsweise auch, kommt drauf an, wie man sieht. Also ich finde es ganz geil, dass du halt hier eine neue Version schräg bauen kannst. Aber es nervt mich auch teilweise. Deswegen fand ich das so damals so ganz geil, dass du halt die Sachen auf jeden Fall nur so platzieren konntest. Ne, weil jetzt würde der Stamm ja quasi schräg sein, wenn ich den jetzt so bauen würde. So. Und wie wir sehen, das Holz ist auch schon fast weg. Gut, dass ich nochmal was Neues mitgenommen habe, weil damit wären wir, glaube ich, beim ersten Mal nicht ausgekommen. So, einmal so. So, zack, guck mal. So, das war mein Plan. This was the plan. Und jetzt nehmen wir leider den Rest, müssen wir jetzt leider für Planken nehmen, dass wir hier jetzt ein Dächlein draufhauen. Es kann nämlich sein, das fällt mir auch noch gerade ein, dass ich zwischendurch jetzt einmal nochmal weg bin. Junge, was baue ich denn hier? Dass ich zwischendurch noch einmal weg bin, weil es eventuell klingeln könnte an der Tür. Es wird ein Paket erwartet, nicht für mich, aber für meine Mitbewohnerin. Und, Junge, das gibt's doch gar nicht. Also irgendwie, vielleicht die Mouse Intensity doch nochmal ein bisschen höher packen hier. Auf jeden Fall wartet sie da sehnsüchtig auf ein Paket. Deswegen, ja, muss ich da gucken, dass ich, kann es sein, dass ich zwischendurch dann eventuell einmal ganz kurz weg bin. Das kann ich jetzt aber noch nicht hundertprozentig sagen und das wird nicht ausreichen. Das reicht gerade mal für 4 Stück. Schade, schade. So zum Beispiel, das Lied ist jetzt sehr leise gerade, wie ihr merkt. Das ist blöd, dass sich das noch nicht verbindet. Also so war der Plan. Dann kannst du hier jetzt schon rausgehen. Und dann bauen wir nämlich dann hier auch nochmal Zaun hin. Zack, zack. So, einmal ganz kurz nochmal Cookie mache. Genau, dann machen wir das quasi dann auch hier, dass wir da was ranhauen. So ein bisschen ausleuchten hier. Zack. Da habe ich, glaube ich, nichts dran gemacht. Hier habe ich es draußen dran gemacht. Da, zack. Da schauen wir dann nochmal, wo wir da noch anderweitig die Sachen hier platzieren. Wie habe ich es da vorne gemacht? Habe ich es auch nur einmal platziert. Ja, ne. Dann lassen wir das mal so. Und dann machen wir vorne auch noch einen hin. Das passt ja schon. Mich nervt ein bisschen immer noch, dass die Zäune immer noch einen Block breit sind. Das ist so ein bisschen das Belastende, aber das klappt schon. So, guck mal, dann haben wir hier das Ding schon mal fertig. Dann bauen wir noch mal ein paar Sachen hier mit Holz. Noch mal ein paar Zäunchen. Wir müssen ja das ganze Ding hier einmal umranden. Also der Plan ist auch wirklich, das zu umranden. Das machen wir auch. Dies tun wir auch. Und ich werde auch hier, das Haus werde ich auch noch mal verschönern mit Dings. Mit Stufen. Stufen! Wir hüpfen nämlich schon wieder was rum. So, wir brauchen Holz. Ich nehme mal den 24er Stack. Das 24er Stack. Das wird doch schneller weniger, als ich dachte. Muss ich persönlich sagen. Dass das jetzt da so schnell weniger wird, damit habe ich nicht gerechnet. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Glas. Davon werden wir gleich noch ein bisschen was kriegen. Genau, davon bauen wir jetzt gleich noch ein bisschen was ab. Und den Rest machen wir drüben. Den Rest machen wir drüben. So, es wird schon wieder dunkel, aber wie man sieht, wir laufen jetzt hier schon ein bisschen andersrum. Ich hoffe, dass in den neueren Versionen, da habe ich mich, wie schon gesagt, noch nicht mit beschäftigt,
dass wir in der neueren Version mal monstermäßig ein bisschen was hier kriegen, dass da mal ein bisschen mehr kommt, weil momentan ist das halt sehr, also ich kann ihn gerne noch auf hart stellen, aber ich weiß nicht, inwiefern das wirklich die Spawnrate und sowas hier beeinflusst, ob dann wirklich mehr Monster spawnen oder ob die einfach nur schwieriger zu besiegen sind. Ja, deswegen müssen wir da mal schauen, wie wir das dann machen. So, jetzt haben wir hier aber erstmal ein paar Gläserchen rein, damit das Ding schon mal abgeschlossen ist. Sehr schön. So, und jetzt bauen wir Zäune. Und zwar nicht zu wenig. Wir bauen jetzt sehr viele Zäune. So, wir brauchen die nämlich sowohl für jetzt hier vorne fürs Haus, als auch für später das Umranden von der Farm. So. Schon mal 22 Stück. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Ja, dann kommen wir sehr weit. Ging das schneller mit der Axt? Nö. Nö, dann brauchen wir ja die Axt nicht verbrauchen. Dann brauchen wir ja die Axt nicht verbrauchen hier. So, und hier machen wir dann 1, 2, 3 und 1, 2, 3. So, das ist der Plan. So soll das erstmal aussehen. Ihr seht das Problem, was ich meinte, ne? Dass wir hier jetzt halt Erde haben. Und ich werde das jetzt erstmal so machen, dass ich hier das alles erstmal mit Gravel ersetze. Einfach nur, damit wir hier nicht das Problem haben, dass hier die Tiere drin spawnen. Das werden wir später wieder anders machen können und alles. Da werden wir mal schauen, ob man da, ich weiß nicht, was man dann hier reinpackt. Oder ob man das anderweitig umfunktioniert. Ich fand das nur ganz cool, so nebenan, weil ich dachte mir, jetzt so ein großes Häuschen. Wir haben da vorne ein großes Häuschen. Das ist ja quasi nur so eine Nebenanlage. Dass wir hier nicht ganz so groß das machen. Das kann man aber später dann auch nochmal anders bauen. Aber das fand ich jetzt erstmal so ganz cool. Weil ich finde, das sieht auch wirklich geil aus. Das kann man wirklich schön machen. Gleich noch mit dem Dach oben drauf. Das hat schon was. So, dann soll man hier erstmal quasi fein sein. Hier kann man dann vielleicht später noch irgendwie so ein paar Blätter oder sowas hinpacken. Ich weiß nicht ganz genau, was wir dann für Möglichkeiten haben, das noch ein bisschen schön zu machen. So, hier geht es natürlich absolut steil runter. Schön die Siedler. Also hier werden wir dann so verfahren. Ich weiß nicht, ob wir, was wir hier noch hinpacken können. Wir machen auf jeden Fall hier vorne nochmal Weg lang. Erstmal nur bis hier hin. Also so. Vielleicht werden wir es hier auch direkt quasi hier so ab. Dass wir direkt von hier dann so rüber gehen. Weil das, ich glaube, das hier hinten, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Also es ist etwas anders als mein Vorbau, weil ich da einfach ein bisschen mehr Platz hatte. Oder habe ich das da genauso gemacht? Nein, oder? Ja, da ist es nicht ganz so krass. Da haben wir nicht ganz so einen krassen Einbruch hier. Dann machen wir das anders. Dann nehmen wir die wieder weg. Da haben wir auch Glück gehabt, dass wir gerade alles zurückbekommen haben. Machen wir das ein bisschen anders. Dann nehmen wir die wieder weg. Und dazu gerade die Siedler. Ja, wir siedeln uns hier gerade an. Und bauen hier eine wundervolle Farm. Auf Siedler hätte ich auch mal wieder Bock. Jetzt, wo ich die Mucke höre. Es gab auch noch die, also es gab auch noch die Frage tatsächlich. Das wurde mir privat gestellt. Die Frage, wie das denn aussieht mit Anno. Weil ich habe jetzt ja in letzter Zeit, habe ich ein bisschen Anno ja gespielt gehabt. Anno 1800. Und das hat echt wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und da war jetzt die Frage, wie das denn damit aussieht, ob man da nicht mal wieder überlegen könnte oder ob da nicht Überlegung gäbe, quasi mal Anno zu machen. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, also wenn ihr Bock hättet, ich hätte auch Bock, dann könnte man da mal überlegen, ob man da ein bisschen mit Anno was macht. Sehr cooles Spiel, also ich bin da absolut kein Profi drin, aber man hat sich inzwischen da so ein bisschen ja, Knowledge angeeignet, sag ich mal. Also man ist da schon mal kein Anfänger mehr, also ein bisschen Ahnung hat man schon von der ganzen Sache dann da. Und weiß auch schon so, wie da die Abläufe so sind. Aber ja, da müsst ihr einfach mal so sagen, was ihr davon haltet. Ich habe jetzt auch überlegt, jetzt kam ja Pandora, hier Avatar, das Spiel raus. Das sieht auch mega nice aus, hätte ich auch Bock drauf. Wie weit ihr irgendwie mit anderen Let's Plays da noch, ob ihr Bock hättet noch auf andere Let's Plays. Dass wir da noch mal ein bisschen weiter dann fächern. Ich habe momentan Zeit, sowas halt zu machen. Jetzt um Weihnachten natürlich nicht rum, aber im neuen Jahr dann wieder. Und da könnte man dann halt schauen, dass man sich da was Schönes dann einfallen lässt und dann hier was Schönes hinzimmert, sag ich mal. Das war ich aber so ein bisschen davon abhängig, wie das bei euch dann auch aussieht. Ich hätte halt Bock drauf, das auch zu machen. Aber wenn jetzt halt alle sagen, so wegen, nee, brauchen wir nicht, das ist scheiße. Weil das ist ja dann auch blöd. Ich, ja, ich mache das größtenteils, mache ich immer die ganzen Let's Plays auch für mich. Ne, weil ich halt mir sage, okay, ich möchte mir die Sachen später nochmal anschauen, was ich da so alles erschaffen habe und alles.
Deswegen habe ich auch, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe damals ein Video aufgenommen, das ist 7 Stunden lang, beziehungsweise zusammengeschnitten, 7 Stunden lang von Horizon Zero Dawn. Ich habe da jetzt schon öfter drüber gesprochen, über Horizon Zero Dawn, dass ich das Spiel einfach absolut liebe und dass wir jetzt schon gleich hier kein Holz mehr haben. Einfach aufgrund der ganzen Zaunsituation und so. Wir können nochmal ein paar Sachen aber hier lassen. Und da ist einfach jetzt die Sache, dass ich tatsächlich ab einem bestimmten Punkt, wo sie quasi herausfindet, was, ich will nicht spoilern, ab dem Punkt, wo sie quasi herausfindet, wie das alles begonnen hat und sowas, oben auf diesem einen Turm, bis zum Ende der Credits habe ich halt aufgenommen für mich selber und habe das für mich selber hochgeladen, dass ich mir das nochmal angucken kann. Die Folge ist 7 Stunden lang, beziehungsweise die Aufnahme und, das sind zum Beispiel so Sachen, die ich da auch gemacht habe. Sowas würde ich vielleicht für Avatar dann auch für mich wieder machen. Außer ihr habt Bock halt, wie schon gesagt, dass man da das eventuell als Let's Play macht, dass man nochmal ein bisschen was anderes macht. Dann wird es das so im Wechsel geben. Avatar oder ein anderes Let's Play. Auch hier Horizon Zero Dawn Forbidden West und sowas. Das soll Anfang nächsten Jahres kommen. Das sind auch so Sachen, wo ich echt richtig Bock drauf habe. Die ich mir unbedingt angucken will und die ich unbedingt spielen will.